So, da können wir ganz kurz drüber quatschen, warum heute der letzte Stream ist für die nächste Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie lange, aber heute ist auf jeden Fall erstmal für mich der letzte Stream. Wie lange, weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Also ich kann euch nicht sagen, yo, wir machen eine Woche Pause, danach die Woche bin ich wieder da. Keine Ahnung. Sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Kann sein, dass ich in 2 Wochen wieder da bin. Kann sein, dass ich in einem Monat wieder da bin. Kann sein, dass ich erst nächstes Jahr wieder da bin. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, wenn ich es wüsste, würde ich euch eine Tendenz geben. Ich habe aber echt keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Hat einfach folgenden Grund, dass ich mich in den letzten Wochen immer wieder in Streams wiedergefunden habe, die mir einfach keinen Spaß mehr gemacht haben. Ja. Wo ich mich einfach ab einem gewissen Zeitpunkt leer gefühlt habe. Und ich mich einfach falsch in der Position gefühlt habe. So. Also es hat sich dann ab einem gewissen Zeitpunkt falsch angefühlt zu streamen. Ja. Und am Freitag habe ich für mich den Entschluss gefasst, dass ich erstmal eine unbestimmte Pause einlegen werde, was Streams angeht. Ja. Hat folgenden Grund, ich beobachte ja so die Entwicklung immer, ne, das ist ja nun mal mein Job hier, da muss ich die Entwicklung immer im Auge behalten. Und als Beispiel für euch jetzt mal, guckt mal jetzt gerade, wie der Chat läuft. Ja? Das ist ein Chat-Tempo, was super nice ist. Du kommst auf viele Gesprächsthemen, innerhalb des Chats wird sich viel unterhalten, ausgetauscht. Ich kann mich mit euch austauschen, ihr tauscht euch mit mir aus. Das war die letzten Streams ab gewissen Zeitpunkten einfach gar nicht mehr da. Ja, das war nicht da. Einfach. Ich habe mich in Minuten wieder gefühlt, in Minuten wiedergefunden. 20, 30 Minuten. Wir haben ein Weekend League Spiel gemacht und im Chat kam eine neue Nachricht und 3 Nachrichten vom Nightbot. Und das ist für mich nicht Sinn des Streams, so. Versteht ihr, was ich meine? Mir sind Zuschauerzahlen absolut furz. Die waren mir immer egal. Meine Priorität war immer gewesen, egal wie viele Zuschauer da sind, dass der Chat nice ist. Dass man eine geile Zeit mit den Leuten hat, die da sind und die auch mitmachen wollen. Ich kann es super nachvollziehen, dass viele Leute einfach einen Stream nur nebenbei laufen lassen und nicht am Chat teilnehmen. Ja, das mache ich auch, wenn ich nebenbei was mache. Ja, aber das war halt zu viel gefühlt haben. Alle den Stream geschaut, aber niemand hat am Chat teilgenommen oder sehr, sehr wenige. Ja, und dann finde ich mich halt irgendwann in einer Situation, wo ich mich selber fragen muss, ist das so Sinn der Sache? Macht dir das hier gerade so Spaß, wie es ist? Und da muss ich für mich eine Entscheidung treffen. Und das ist jetzt nochmal die Entscheidung von mir. Ja. Dass ihr da so ein bisschen meine Gründe verstehen könnt. Wovon machst du es abhängig, wann du wieder streamen würdest? Einfach, wenn die Lust wieder da ist? Oder? Ja, Wacker, ich habe jetzt auch Lust. Also ich bin auch heute nicht in den Stream reingegangen, dass ich keinen Bock habe. Ich bin in keinen Stream reingegangen, auch in der Vergangenheit nicht, wo ich gesagt habe, boah, heute Stream. Ich habe immer Bock gehabt auf die Streams, aber ich habe mich dann hinten raus immer wieder in Phasen wiedergefunden, die halt die letzten Wochen immer extremer geworden sind. Ja. Und Freitag war für mich dann der Punkt, wo ich einfach für mich entschieden habe, ich muss jetzt eine Reißleine ziehen. Ja? Manchmal musst du das gehen lassen, was dir mit am meisten Spaß gemacht hat, um einfach weiterzukommen für dich selber. Oder um dich selber mal zu sammeln, um dich selber neu zu sortieren, um einfach mal abzuschalten auch. Ne? Und das ist so ein Moment, an dem ich am Freitag war. Dual Streams zählen dazu, also ich werde auch keine Dual Streams machen. Dual Stream ist auch Stream. Also Live-Interaktion werde ich erstmal auf Eis legen. Aufgrund der genannten Gründe halt, ne? Sagst du, YouTube ist davon unbetroffen, Jungs. Ich muss ja meinen Laden auch irgendwie am Laufen halten, ne? YouTube ist davon unbefangen, aber YouTube ist keine Live-Interaktion auch, wisst ihr?
Da mache ich für mich ein Video ready und die Leute können sich das anschauen, wenn sie Bock drauf haben. Ne? Das ist was anderes. Aber in der Live-Interaktion, so jetzt gerade, guck mal, jetzt, ich kann jetzt, wie gerade der Chat läuft, das ist, so stelle ich mir Stream vor. Wisst ihr? Unabhängig von den Zuschauerzahlen. Das ist mir vollkommen egal. Aber ich kann auch diesen Stream heute gut einordnen. Ja, das ist heute irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ein etwas besonderer Stream, weil es halt erstmal der letzte ist. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht blenden. So, ne? Ich will nicht wieder. Vergleich das mit, ihr seid krank. Guck mal, ihr habt eine Grippe, sag ich jetzt mal. Die fängt am Mittwoch an. Und ihr wisst aber, boah, ey, am Freitag, meine Kollegen, die machen Halligalli. Boah, da will ich eigentlich auch mit, aber ich bin krank. Und am Freitag, an dem Tag, wo die dich nochmal fragen, yo, wie sieht's aus? Du fühlst dich immer noch nicht gut. Du fühlst dich immer noch nicht hundertprozentig gut, hast aber super Bock eigentlich, mit denen den Tag zu verbringen. Und du gehst dann dahin an dem Tag. Und Samstag geht's dir beschissener wie vorher. Und es wird sich noch länger ziehen, wie wenn du einfach Freitag auch noch gesagt hättest, es ist zwar schwer, aber ich bleib zu Hause. Und so geht's mir gerade. Einige können das eventuell verstehen, den Vergleich, einige vielleicht nicht, aber so, dass ihr ein bisschen nachvollziehen könnt. Ja. Konrad, ich kann mit euch über alles offen reden. Meine Gedankengänge, wenn ich schlechte Laune habe, kann ich euch mitteilen, warum ich schlechte Laune habe. Mich interessiert. Es gibt auch Dinge, mit denen ich nicht will, dass das irgendjemand weiß. Das mache ich mit mir selber aus. Aber solche Sachen kann ich mit euch absolut transparent. Was soll ich euch jetzt hier erzählen? Ja? Ich will mal einfach Pause machen, einfach ein bisschen chillen. Dann sollt ihr auch die Gründe wissen. Ja, ansonsten wäre es ein bisschen schwach auch von mir. Ja? Wie sieht es mit deinen Partnern aus? Ziehen die da mit? Alle meine Partner haben nichts wirklich mit dem Stream zu tun. Streams waren immer so eine Kirsche nochmal auf einer Torte drauf. So die Partner, alles, das, da dreht sich's einzig allein um den YouTube-Stuff oder generell um den Content, den ich bringe. Ich höre ja nicht auf mit Content hochladen. Hier geht's einzig allein nur um Streams, Jungs. Ne? Um Live-Interaktion, Live-Austausch. Darum geht's nur. Einfach so lange streamen, bis dir keinen Spaß mehr macht. Also Beispiel Anschluss in einer Stunde sagen, so Boys, ich gehe auf, wäre das keine Option. Ja, Bomberman, da sind wir ja bei dem Punkt, den ich gerade gesagt habe oder an dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich meine, ich fühle mich wieder so weit, dass es geht und dann haue ich den Stream an und dann ist es gefühlt beschissener wie vorher, so weißt du? Und wie lange das wird, ich kann es euch nicht sagen. Also Stand jetzt, ich wüsste es nicht. Hätte ich eine Tendenz, würde ich euch die sagen. Ja, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass wir uns dieses Jahr streamingtechnisch nicht mehr wiedersehen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber du wirst wiederkommen. Das ist hier kein Leb wohl. Ja, das ist ein bis bald. Das ist kein Lebewohl von mir, das ist ein bis bald.